Hallöchen, ihr Lieben. Nach langer Zeit kommt jetzt mal wieder ein Video von mir. Es kommt jetzt in der nächsten Zeit auch wieder öfters ein Video. Ich habe schon so ein bisschen was in Planung. Erstmal zu mir. Ich bin Christine von Christines Diamond Paint und ich bringe euch das Hobby Diamond Painting ein bisschen näher. Und ich habe hier schon mal etwas aufgestellt, sagen wir mal so. Ich habe bei Teenie Schnickschnack bestellt. Eigenbezahlte Werbung. Ich habe es selber gekauft. Und ich habe es schon ausgepackt, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Also das machen wir jetzt alle wieder zusammen, so wie wir es üblich bei den anderen Secret Picturen genauso gemacht haben. Denn das sind die drei neuen Secret Picture von Teenie Schnickschnack im Shop. Es sind auch noch alle drei verfügbar. Und wir gucken uns jetzt zusammen die Bestellung an und raten alle ein bisschen mit, was sich hinter den Secret Picturen befinden könnte. Und ich habe auch die Coverminder. Und zum Schluss zeige ich euch gerne wieder die Coverminder. Also wer das dann nicht sehen möchte, schaltet das Video dann einfach ab. Ich gucke sie mir selber nicht an. Ich packe sie aus, gucke in der Zeit weg und packe sie wieder verkehrt rum rein, denn ich möchte es nicht wissen, was auf den Bildern drauf ist. Wir fangen erstmal an. Es gibt ein kleines Goodie immer mit bei Teenie Schnickschnack. Manchmal ist ein Squishy, manchmal eine Tasche. Es gab auch schon mal Schlüsselanhänger. Also es ist immer unterschiedlich, wenn man bei Teenie bestellt. Da gibt es immer mal so ein kleines Goodie mit dabei. Jetzt im Moment ist es so eine kleine Federmappe. Die habe ich auch schon. Kann ich euch hier mal zeigen. Das ist so eine kleine Federmappe. Da könnt ihr Stifte reinpacken. Für unterwegs, wenn ihr ein Diamond Painting auch mal mit unterwegs mitnehmt. Könnt ihr einfach euren ganzen Kram hier reinpacken, was ihr dann so für die unterwegs braucht. Und dann könnt ihr das ganz einfach mitnehmen. So, aber jetzt kommen wir zu den drei Bildern. Cover meine Tumme erstmal weg, denn die wollen wir natürlich erstmal nicht sehen. Drei Bilder sind an der Zahl diesmal und alle drei Bilder sind von Sandrietta, einer AI-Künstlerin. Ihr könnt ihr auf Instagram folgen, die macht immer wirklich sehr, sehr schöne Bilder. Klar gibt es auch welche, die mir auch nicht gefallen, aber der größte Teil ist echt schön, was sie da so zaubert mit einer künstlichen Intelligenz. So, dann gucken wir uns gleich mal als allererstes die Legende an. Also das Bild ist 40x40 cm groß mit eckigen Steinen. Ich fange jetzt an mit der TSS 93 und das Bild hat ganze 44 Farben und davon sind 4 AB-Steine. Das ist natürlich eine ordentliche Anzahl an Steinchen. Und dann gucken wir mal, was es da so Schönes gibt. So, es gibt bei jedem Bild immer ein Toolkit mit dabei. Mit Pinzette, Aufsetzer, Stift, sodass ihr theoretisch sofort loslegen könnt. Und Wachs ist natürlich auch noch dabei und ein Schiffchen, sodass ihr wirklich gleich sofort loslegen könnt und painten. Ich mag die Stifte nicht so besonders, ich mag auch die dicken Aufsätze nicht so besonders, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe meine eigenen Stifte, meine eigenen Schiffchen, alles gut, aber für diejenigen, die neu anfangen, ist es immer bei jedem Bild mit was dabei. So, dann haben wir eine Legende und zwar ist das ein Stickerbogen. So könnt ihr eure Döschen, wo ihr die Steine abfüllt, immer schön bekleben mit der Nummer oder mit der DMC-Nummer. Ich schneide mir immer hier vorne die Nummer aus und das Symbol. Das ist jetzt zufälligerweise hier die 1,1, aber hier zum Beispiel bei der 12 ist es dann ein Sternchen. Und danach paintet ihr dann euer Bild. Ich klebe mir die immer auf solche Döschen. Ich habe hier so runde Döschen. Und da kommen dann immer die Sticker oben drauf, sodass ich dann immer weiß, aha, zum Beispiel hier ist dieses Alpha-Zeichen. Alpha, diese Steinchen brauche ich. So. Wie gesagt, diese Stickerbögen sind bei jedem Teenie-Schnickschnack-Bild mit dabei. Die habt ihr bei jedem Bild inklusive. Die müsst ihr nicht extra bestellen oder sonst irgendwas. Die sind immer dabei, sodass ihr euch wirklich alles schön sortieren könnt, bevor ihr mit dem Bild startet. Und hier sind die Steinchen. Ich schüttel nochmal kurz runter, denn ich packe die Steinchen nicht aus und es ist sehr, sehr bunt. Sehr, sehr bunt. Wir haben von rosa, gelb, orange, braun, grün, blau eigentlich alles dabei. Hier sehe ich auch schon die erste AB-Farbe. Das ist auf jeden Fall ein Orangeton. Ein Rosaton auf jeden Fall auch. Den sieht man hier ganz leicht. Auf jeden Fall eine bunte Mischung. Wenn ich jetzt raten würde, würde ich fast sagen, das ist nochmal einer von ihren Vögeln. Davon hat Tini ja schon ein
Bild im Shop, was kein Secret Picture ist. Es ist auf jeden Fall irgendein Vogel, würde ich sagen. Also denke ich mir zumindest mal. Schon allein die großen Augen, es könnte auch ein Vogel mit Brille sein. Aber ich denke mal hier so, dass der Schnabel und hier unten sieht es aus, als ob die Füßchen von dem Vogel sind. Das könnte eins von den Vogelbildern sein. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Für diejenigen, die da natürlich nicht die Coverminder hier sehen haben, gerne mitraten oder ihr macht jetzt mal Stopp und sagt mal und schreibt mal in die Kommentare, Bild 1 könnte das und das sein, nach eurer Meinung nach. So, aber wir haben ja noch Bild 2. Das habe ich bei dem ersten Bild vergessen, die Legende mit reinzupacken. Das müssen wir natürlich noch machen, sonst komme ich nämlich nachher durcheinander und weiß nicht mehr, wo was hingehört. So. Und Bild Nummer 2. So, auch hier wieder dasselbe Toolkit wie eben mit dabei. Die Steinchen gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns als erstes wieder die Legende an. Das ist jetzt die TSS 95, also das dritte Bild. Und auch hier haben wir sogar 48 Farben. Und auch davon sind wieder 4 AB-Farben mit dabei. Die Bilder haben zurzeit echt viele Farben. Das ist Wahnsinn. Für mich nicht so praktisch, gebe ich ehrlich zu. Ich mag lieber Bilder mit weniger Farben. Aber dieses Bild sieht zum Beispiel nicht sehr konfettilastig aus. Aber ich habe auch keine Ahnung, was das sein soll. Ich könnte jetzt mal vermuten, hier oben sieht es so aus wie die Ohren. Ein großes Auge und hier so die Nase. Es könnte ein Lama oder sowas sein. Könnte. Auch hier wieder die Sticker-Legende mit dabei. 48 Farben am Stück. Und hier seht ihr ganz gut, dass ihr das so ablösen könnt und diese einzelnen Sticker habt. In den Stickerbögen ist auch immer noch mal eine Anleitung für Anfänger dabei, wie man das Diamond Painting überhaupt macht und wie man anfängt. Wir haben natürlich bei allen dreien wieder eine schöne flauschige Leinwand mit abgesteppten Rand. Hier oben steht auch immer die Künstlerin Bettini mit dabei und hier steht auch die Sandrietta mit dabei. Also ich bin sehr gespannt, was das sein soll. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob ich mir doch die Coverminder mit angucke, weil ich diesmal echt keine Ahnung habe, was es sein könnte. Bei den Bildern von Wolasuki hat man ja immer ungefähr erkannt, was es wird. Aber hier bin ich gerade echt ein bisschen ratlos. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Und jetzt machen wir noch das dritte und das letzte auf. So. Auch hier wieder was. Wir haben uns bei dem letzten Bild gar nicht die Steine angesehen. Stopp. Wir haben uns gar nicht die Steine angesehen. Aber so wie das aussieht, ist das auch wieder sehr, sehr bunt. Viele blau, lila und rosa Töne. Aber auch orange und gelb. Also auch wieder wirklich sämtliche Farben mit dabei. Man erkennt es ziemlich schlecht bei denen hier. Aber hier seht ihr schon, dass es sehr, sehr bunt ist. Jetzt habe ich mir auch noch hier so einen schönen Sticker mit abgerissen. Den kleben wir mal schnell wieder rein. Na, den brauchen wir ja dann beim Painten. Ansonsten wird das nichts. Also ich brauche die Sticker auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, dass Tini das jetzt seit einer ganzen Weile schon im Shop mit drinne hat. Das war ja früher noch nicht so. Ich bin sehr froh, dass das jetzt mittlerweile Standard geworden ist, dass bei jedem Bild diese Sticker-Legenden mit dabei sind. Weil die Symbole aufmalen auf die Döschen war immer sehr, ja, mühselig. So, aber wir sind jetzt bei der TSS 94 und das Bild hat ganze 93 Farben und davon sind auch wieder 4 AB-Farben. Das ist das Bild dann also mit den wenigsten Steinen.
Und wir gucken mal rein. Okay. Auch hier wieder die Sticker-Legende natürlich mit dabei, genauso wie eben bei den anderen beiden Bildern. Ich denke mal, dazu habe ich eben genug gesagt. Ich möchte euch aber gerne mal noch den Druck zeigen. Der Druck ist wunderbar klar. Also ihr könnt hier wirklich jedes Symbol wunderbar erkennen. Also da dürftet ihr überhaupt gar keine Probleme haben. Wenn die Kamera natürlich auch mal scharf stellt, da. Also da ist überhaupt kein Problem, irgendwelche Symbole nicht zu erkennen. Also ein klarer Druck, richtig genial. Da dürftet ihr alle keine Probleme haben. Ich benutze trotzdem immer noch ein Lightpad, für mich ist das angenehmer. Ich habe nicht so die besten Augen, also für mich ist das immer noch angenehmer. So, und auch hier wieder die Steine. Auch sehr, sehr bunt. Also das sind auf jeden Fall drei sehr bunte Bilder. Lila, Rot, Gelb, Orange, alles mögliche dabei. Rosa, Blau. Also ich glaube, das lässt keine Wünsche offen, was die Farben angeht. Aber was ist es? Ein Monster? Ein Drache? Wie gesagt, macht Pause, ratet gerne mit in die Kommentare. Also diesmal bin ich wirklich sehr, sehr ratlos. Ich glaube, ich gucke mir die Covermeinder heute mit an. Habe ich das letzte Mal nicht gemacht. Da habe ich ja wirklich nur in die Kamera gehalten. Habe sie dann immer ab und zu mal gedreht. Dass man es auch mal von der richtig rumsehen kann. Aber ich glaube, diesmal gucke ich sie mir mit an. Ich habe leider auch schon viel in den Kommentaren gelesen. Diesmal was in den WhatsApp-Gruppen von Teenie Schnickschnack ist. Und dass viele nicht so begeistert von den Bildern waren. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Wir finden halt im Moment viele finden im Moment die Bilder von Teenie nicht so entsprechend und finden sie halt ziemlich kitschig. Ich finde immer noch, es ist Teenie ihr Shop. Teenie sollte die Bilder rausbringen, die sie möchte, und es ist keiner gezwungen, bei Teenie zu kaufen. Auch mir gefallen nicht alle Bilder von Teenie, um Gottes Willen, das möchte ich auch gar nicht sagen. Aber im Moment ist das wirklich extrem, Teenie macht nur noch Kitsch etc. und es ist gar nicht so. Die Golden Lady, die ich jetzt gerade painte, ist kein Kitsch. Das ist ein wirklich schönes Bild, wirklich mit nicht sehr bunt oder sonst irgendwas. Und ich finde die Bilder wirklich teilweise schön und teilweise eher nicht so schön. Das ist auch wirklich in Ordnung und jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und wen es halt nicht mehr gefällt, was Teenie zurzeit macht, der braucht dann einfach auch nicht mehr zu kaufen. Es gibt genügend andere Shops, die zum Beispiel keine AI-Künstler haben oder nicht so kitschige Bilder haben oder mehr Bilder zur Auswahl, wo man sich einfach auch mehr entscheiden kann, weil es einfach größere Shops sind wie Teenie ihre. Und damit ist das gut. So, aber jetzt zu dem Negativen weg. Wir wollen ja noch die Bilder angucken. Wir gucken uns jetzt noch die Coverminder an. Ah, oh, und das war jetzt gleich das Letzte, was wir hatten. Ich hole euch am besten ein bisschen runter. Oben ist es dann immer ein bisschen so dunkel. Und es ist doch ein Drache. Aber ist der nicht süß? Also ich finde ihn voll niedlich. Der ist ja richtig niedlich. Diese Schuppen hier, da bin ich mal sehr gespannt, wie die rauskommen werden. Also das ist ja wirklich goldig. Also das war dann dementsprechend die 94, die wir als letztes aufgemacht haben. Ich bin gespannt, hier kommt jetzt der nächste. Okay, es war kein Vogel. Es ist mehr wie so eine Blume mit Augen. So wie das aussieht. Also das Bild ist jetzt nicht so meins. Das gebe ich ehrlich zu, das ist jetzt nicht so meins. Ich glaube, das wird auch weiter wandern. Ich denke mal, den werde ich nicht behalten. Und noch das Letzte. Oh, der ist ja hübsch. Der ist ja mal richtig ein richtig schöner, bunter Papagei. Also der ist ja mal richtig toll. Auch die Federn hier unten, also da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die rauskommen werden. Auch hier oben die. Wie so ein Regenbogen. Also den finde ich richtig toll. Also das ist mein Lieblingsbild von den dreien, würde ich sagen. So. Dann war's das auch schon heute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen und auch über einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, ratet gerne in den Kommentaren noch mit, wer jetzt die Cover meiner nicht sich angucken oder vorgespult hat. Würde ich mich freuen. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt zu den Bildern. Und ansonsten sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.